So, los geht's. Hoffentlich sehen wir jetzt endlich mal in irgendeiner Form günstig Gluka. Ich habe noch so ein bisschen, muss ich echt zugeben, ich habe noch so ein bisschen meine Bedenken, in die Mitte rein zu gehen. Da fühle ich mich noch nicht so wohl. Ich mag lieber so ein bisschen außen rumstreichen alleine. Digga, kannst du reden, dass wir das alle verstehen? Mach mal deine Ohren auf. Dann kannst du das auch verstehen. Ziemlich einfach sogar. Oder mach mal deinen Lautstärkeregler ein bisschen hoch. Ah ja. Wer hat euch die Scheiße eigentlich beigebracht? Park. Einer links und einer rechts. Rechts ist, glaube ich, auf dem Berg. Habe ich den Schlüssel? Nee. Fuck. Da ist auch einer. Nee, ich bin auch nicht leise. Family. Das sind doch nur Leute, die trollen. Ich weiß, dass ich nicht leise bin. Ich höre mich nicht selber. Ich höre mich selber. Rechts oben an der Sandsäcke oder so sitzt der. Das war der, der in dem Haus drüben war. Und da sitzt auch noch einer. Hm.
weil ich das höre. Also. Ich bin jetzt irgendwo in dem Haus. Am Bahnhof. Fuck. I'm so fuck. Das brauche ich nicht nochmal fliegen. Oh, das sind sogar zwei. Drei dann. Nein. Das war einmal BT, also AK und eine EDA. Okay, he dead. Number one. Okay, da lang geht nicht. Hier lang ist ein AK. Nein. Oh ne. Von Ernst jetzt? Kommt der M700? Dude, what the fuck? Nach die Armor? Fuck. Oh! Oh!
Get fucked. Alright, here we go. So, jetzt haben wir noch den in der im Dings hier. Bahnhof? Da ist auch noch einer. Und dann die M700 ist hinten auf dem Skeffberg. Ich glaube, rechts ist auch noch irgendwo einer. Ich glaube, die waren zu zweit. Ich glaube, die sind zu zweit. Also die Ada gehörte, glaube ich, nicht zu. Entweder gehörte die Ada und die AK zusammen, ich weiß es nicht. Und da ist, glaube ich, noch rechts. Ich höre irgendwo rechts noch was. Muss aber nicht sein, kann durch die Knippe von dem Ding gewesen sein. Und dann die M700 von dem Scaff. Also der eine Scaff ist auch noch 23. Uff. Alright. Stellen wir Max voll pumpen und dann gucken wir mal weiter. Hey Reaver, ich danke dir für die netten Worte. Es freut mich, wenn du gerne den Stream guckst. Das ist normal, alter Mann. Manchmal läuft scheiße. Manchmal läuft es einfach kacke. Da kann man nichts dran ändern. Alright, dann schmieren wir uns noch ein bisschen Vaseline auf den Schniedel und dann geht's weiter. Der hat sogar den Modder da. Die waren juicy, die Boys. Ich möchte dieses Emote endlich haben, Chat. Hello. Hello. Ich denke, dann nehme ich, danke. Den nehme ich auch. Thank you. Ich hoffe, du hast nicht mit PS Ammo geschossen, mein Freund. Nee, du hast BT geschossen. Nice. Nice, nice. Den Rest kannst du behalten. Aber irgendwo kam noch ein schallgedämpfter Schuss her. Aber frag mich noch nicht, woher. Ich glaube nicht, dass das die HK war. Also es könnte sein, dass die HK links rum geschossen hat. Wie auch immer.
Okay, das Ding ist gelootet. Müssen wir mal gucken, wenn die HK gesilenced ist, dann ist keiner mehr da. Wenn sie nicht gesilenced ist, ist noch einer da. Aber nur Schuhe. Ich glaube, ich habe die HK auch laut schießen hören. Wie ist der denn? Hello? Ah, da. Hello, my friend. Oh, Ladies Lounge. Die kann weg. Das nehmen wir mit. Das rein. Den Ulach nehmen wir mit. Das schmeißen wir hier. Das ist noch. Mit. Das nehmen wir auch mit, weil es so eng wird. Was hast du denn geladen? Mager. Mager. In der Theorie können wir das wegmachen, weil das eh scheiße ist und nehmen die dafür mit. Das können wir noch aufsetzen. Nein. Hab ihn nackig gemacht. Okay, und abfahren. Vorne ist auch noch was los im Gebäude. Also im. So, dann machen wir uns mal langsam. Langsam, langsam, langsam zum Ausgang. Oder zumindest die Richtung. Vielleicht treffen wir noch ein paar Juicy Boys. Mal sehen. Was für eine beschissene Situation. Naja. Hoppla. Ich würde ja gerne mal ein paar Obst finden, aber dafür muss ich halt auch in die Mitte gehen. Nee, durch die Mitte geht's nicht. Nee. Viel zu viele Häuser und Ecken zum Piegen. Not quite sure. Ich glaube, Tiger Quest, den könnte ich haben, den Schlüssel, ja. Aber not sure. Problem ist, ich komme da nie hin, Tiger Quest. Ich komme nicht zur Garage. Das ist das Problem. Moinsen, Magger.
Abschaltpunkt, um nicht zu verraten, wo ich bin. Wenn ich da jetzt geschossen hätte, wüsste ja wieder die halbe Karte, dass noch jemand da ist und dann fangen sie an zu suchen. So habe ich den Überraschungsmoment noch auf meiner Seite, falls ich irgendwen sehe. So wie das zum Beispiel. Hätte ich da hinten geschossen, hätte er gewusst, dass ich hier bin. So ist er mir einfach in die Arme gelaufen. Alleine muss man immer ein bisschen taktischer spielen. Außer du heißt natürlich Robben oder Knüppel. Denn das ist scheißegal. Aber manchmal ist es halt sinnvoller, nicht zu schießen und verdeckt zu agieren, als zu laufen, schießen und den Leuten dreimal zu sagen, wo man ist. Also gerade wenn man außen irgendwie unterwegs ist. Ist auch unsinnig, auf den zu schießen. Der hat dich nicht gesehen, schießt noch nicht. So kannst du das Haus passieren, ohne dass jemand weiß, dass du da bist. Hast du halt den Bandage, weil du kannst dich halt hier hinstellen. Da reingucken und niemand weiß, dass du da bist. Das heißt, Leute können da drinnen frei agieren. Du kannst das aber auschecken. Pablo Escobar, moinsen. Opa. Das war übers Ziel hinaus.
Das ist bestimmt nur ein Scaff oder so. Keine Musik mehr da. Was da los? Jetzt. Jetzt ist. Indem man rausgeht, Olli, so wie ich gerade. Aus der Runde. Oh, Verzeihung. GG's. Gute Runde.